zum einen haben wir diese beiden Projekte, die Sie gerade angesprochen haben. Und da geht es dann vor allen Dingen darum, dass wir eben den Landwirten, den Forstwirten, aber auch Verwaltungsmitarbeitern beispielsweise schulen wollen, beibringen wollen, wie kann man mit Satellitendaten umgehen, was gibt es für Daten und was haben sie auch für Nutzen, wie kann ich einen Mehrwert schaffen. Und das eben auf einem sehr niedrigschwelligen Level und vor allen Dingen auch auf Deutsch, weil das ist genau das, was es im Moment nicht gibt, um einfach diese Hürde zu überkommen und Hilfe, Selbsthilfe quasi zu leisten, dass jeder die Möglichkeit bekommt, sich mit Satellitendaten auseinanderzusetzen und diese eben auch zu nutzen. Das ist so das, was wir als Wissenstransfer nach außen geben. Und ansonsten arbeiten wir sehr viel mit Landwirten zusammen innerhalb von unseren Kooperationen, also innerhalb vor allen Dingen von Projekten und von Drittmittelprojekten, die auch sehr lange laufen. Und so versuchen wir auch immer dann die Anwender wirklich zu sensibilisieren für das Thema und für die Methoden, die es eben gibt, aber eben auch zurückzubekommen, das Feedback. Das finde ich sehr, sehr lobenswert, diesen Wissenstransfer, weil ich habe oft den Eindruck, dass es daran bisher gemangelt hat. Andere Frage, wird es neue Satelliten für die Landwirtschaft geben, die die digitalen Anwendungen noch besser, präziser, anwendungsbereiter machen? Das ist eine heiße Frage. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist natürlich so, also erstens haben wir schon sehr viele Satelliten. Wir haben auch gerade mit Sentinel-2 auch einen Satelliten, der schon sehr viele Informationen gibt. Also wir reden jetzt von den freien Satelliten plus eben die kommerziellen Satelliten. Und natürlich sind immer mehr Missionen geplant und gerade das Thema hyperspektrale Daten, wo man also noch viel mehr spektrale Informationen bekommt über die Oberfläche, das ist natürlich ein Thema. Aber bei dem, was eben gerade geplant ist, das sind Satelliten mit einer Auflösung von 30 Metern pro Pixel, da ist dann eben auch die Frage, gerade jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo einfach die durchschnittliche Hektargröße bei 40 zwischen 40 und 50 Hektar liegt, bringt es das dann wirklich, reicht uns das aus? Und ich denke einfach, es ist, glaube ich, wichtiger, dass wir die bestehenden Satelliten und die bestehenden Daten einfach optimal nutzen, dass die Methoden robuster werden und dass es eben auch, dass die Methoden insofern also auch ein Gütesiegel bekommen, dass man auch den Daten vertrauen kann, weil das ist genau das, was im Moment nicht passiert und das ist das, was fehlt. Insofern würde ich eher dafür plädieren, die Modelle robuster zu machen und einfach ein System zu schaffen, wo auch ein Landwirt dem Produkt vertrauen kann und sich vielleicht am Ende auch gar nicht mehr so viel selber damit beschäftigen muss, anstatt immer mehr Satelliten quasi ins Orbit zu schießen, auch wenn das sicherlich seine Berechtigung hat. Vielen Dank. Ich darf Sie auch bitten, sich zu setzen. Ich setze mich mal hier in die Mitte. Frau Valentin, ich würde da gleich gerne nochmal anknüpfen. Und zwar der Umgang mit Fernerkundungsdaten, wie wir wissen, ist ja für viele Anwender neu. Und Sie haben ja jetzt Erfahrungen in Ihren Projekten gesammelt. Verstehen die potenziellen Nutzer denn die Fernerkundungsdaten? Wissen die Nutzer, was ein NDVI ist? Was wir eigentlich im Infraroten sehen? So geht es, glaube ich, besser. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass was optische Daten angeht, das kann man mit viel Geduld und Spucke schon gut erklären. Und ich glaube, da ist jetzt nicht das große Hexenwerk, dass man jemanden beibringt, woher bekomme ich so einen Datensatz und wie kann ich den in mein GIS einladen und was ungefähr sehe ich da. Ich glaube, das, wo es kritisch wird, ist einfach die Interpretation. Und ich glaube, zu lernen, wie man ein Satellitenbild interpretiert oder ein Vegetationsindex, das kann man nur über jahrelange Erfahrung. Und man darf auch echt nicht vergessen, das ist alles nur eine Aufnahme von der Oberfläche und wir wissen nicht, wenn wir nicht selber vor Ort sind, was ist da im Feld. Da kann dann eine Zone sein, da geht der NDVI durch die Decke, ja? Aber am Ende ist es dann vielleicht Unkraut.
weil es eine Senke ist und die fühlt sich da wunderbar wohl. Und da muss man einfach wirklich immer mit einer gewissen Skepsis auch rangehen, finde ich. Und diese Interpretation ist ein Problem. Insofern wäre eigentlich die Zukunft eher, dass man versucht, die Prozesse insofern zu automatisieren, dass der Landwirt vielleicht gar nicht bemerkt, dass da Satellitendaten mit im Spiel sind, sondern dass er am Ende ein fertiges Produkt und eine Handlungsempfehlung bekommen kann. Aber, und das ist das, was ich auch gerade gesagt habe, eben auch mit irgendeiner Art von Wertung, wie sehr kann ich dem überhaupt vertrauen? Und dass man zum Beispiel pro Pixel sowie eine Güteklasse hat. Ja. Vielen Dank. Da wende ich mich doch gleich mal auf meine rechte Seite an den praktischen Landwirten, Herrn Paas. Würden Sie sich denn in der Lage sehen, Wünsche zu artikulieren für solche neuartigen Datenprodukte? Zu sagen, so und so, das hätte ich gern? Für uns als Praktiker oder gerade auch für mich ist es das Problem, ich habe nicht den Überblick, welche neuen Technologien auf dem Markt sind, welche in der Pipeline sind und wie sie tatsächlich eingesetzt werden können. Hier ein Screening als Landwirt zu haben, ist schwierig. Wenn neue Dinge auf den Markt kommen, sind wir als Landwirt, und da bin ich auch gerne bereit, Dinge neu auszuprobieren und zu überlegen, sind die im Betrieb einzusetzen oder nicht. Aber die Verknüpfung zwischen Wissenschaft und letztendlich in der Praxis. Hier ist die entscheidende Frage, wo sind da Schnittstellen? Die Wissenschaft kann nicht an der Praxis vorbei arbeiten. Wir als Praktiker wissen aber nicht, haben keinen Überblick, was gerade in der wissenschaftlichen Gemeinde diskutiert wird. Das ist eher ein Problem der Kommunikation, was man schon sehr deutlich auch diskutieren muss, damit hier einfach eine Verknüpfung dieser Sachen funktionieren kann. Da würde ich super gerne einhaken. Das ist vor allen Dingen ein finanzielles Problem. Denn Technologietransfer von der Forschung in die Praxis ist ein Riesending. Und das ist total teuer. Wirklich aus unserer Erfahrung etwas, was wir in der Wissenschaft entwickeln, wirklich gut in die Anwendung zu bringen. Und es ist natürlich so, dass Firmen wie BASF, die können das auch machen. Aber in dem Moment ist es auch nicht mehr wirklich unabhängig, weil es ja wirklich bei einer Firma ist. Und es ist einfach so, in der aktuellen Förderlandschaft, in der Wissenschaft ist es so, wir haben Projekte, wissenschaftliche Projekte, die werden gefördert, aber in diesen Projekten ist selten noch Raum und Spiel und finanzielle Mittel für einen Technologietransfer. Und das ist genau das, was Sie ansprechen, und das ist ein Riesenproblem. Vielen Dank. Ja, ich wollte sowieso zu Ihnen kommen, Herr Menne. Die Daten sind nicht einfach zu verstehen, das halten wir hier mal fest. Ist das eventuell ein Grund, warum Sie so ein Rundum-Sorglos-Paket wie Healthy Fields entwickelt haben? Frau Valentin, nur weil eine Firma es macht, ist es nicht abhängig. Wir sind mit unseren Xavier-Produkten absolut unabhängig. Das können Sie im Internet nachschauen, wenn Sie unseren Empfehlungen folgen. Das sind natürlich BASF-Produkte, das sind genauso gut Produkte der Syngenta, von Bayer, von anderen Wettbewerbern. Das ist doch selbstverständlich. Als Landwirt nutze ich solche digitalen Produkte sonst nicht. Auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich empfinde Satellitendaten und auch teilflächenspezifische Ausbringung als überhaupt nicht neu. Als Landwirt hatte ich bisher immer das Problem, wie bekomme ich denn diese Applikationskarten eigentlich effizient auf meine Spritze, auf meinen Streuer, auf meinen Planter. Das ist doch das Problem. Und da gibt es Neuerungen, die jetzt in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Wir haben ja zum Beispiel eine große Kollaboration mit Bosch. Da kann ich einmal im Internet sagen, so, sobald jetzt meine Spritze auf den Schlag fährt, dann arbeitet die automatisch eure Applikationskarten ab. Das heißt, das macht es wesentlich einfacher für den Landwirt und nimmt auch die Angst und die Sorge, da immer mit irgendwelchen ganz unpraktischen USB-Sticks rumlaufen zu müssen. Und natürlich, aus meiner Sicht, Frau Kohler, auf Ihre Frage zu kommen, natürlich muss es einfacher werden. Der Landwirt hat kein Interesse daran, jetzt zusätzlich zu dem gesamten Behördenkram, zu den Problemen, die es insgesamt gibt mit der neuen Düngeverordnung, sich jetzt auch noch um irgendwelche Satellitendaten zu kümmern. Deshalb sind wir absolut davon überzeugt, dass Digitalisierung Sachen automatisieren muss, Sachen einfacher machen muss, dass der Landwirt sagt, so, ich gebe jetzt komplette Dienstleistung wirklich an einen Lohnunternehmer, der als Partner zum Beispiel von Xavio arbeitet und weiß, damit ist mein Feld geschützt. Damit habe ich mit nichts mehr was zu tun, auch nicht mit Satellitendaten oder Cross-Compliance-Dokumentationen. Das ist damit drin, und deshalb sehen wir auch so eine starke Nachfrage nach dieser Art von einfachen Produkten.
Also ich fasse zusammen, wir werden Satelliten- und Drohnendaten demnächst eher in Produkten und Systemen verbauen, denn mich interessiert im Navigationssystem vom Auto ja eigentlich auch nicht, woher die Karte kommt, Hauptsache es funktioniert. Ich muss jetzt leider auch mal über den wirtschaftlichen Nutzen von der Anwendung von agronomischen Daten reden. Ich sage leider, weil ich höre von Kundenseite oft, dass die angebotenen Satellitenbildprodukte oder Drohnenprodukte zu teuer sind, dass on top dann auch noch Zusatzequipment für die variable Produktapplikation angeschafft werden muss, dass man natürlich zuerst mehr Arbeit investieren muss, um den Umgang mit all dem zu lernen und dann das alles, um dann letztendlich einen unbekannten Ausgang bezüglich des Ertrags zu haben. Frau Valentin, bleibt der wirtschaftliche Nutzen für die Landwirte auf der Strecke? Was sagen Ihnen die Landwirte in Ihrer Studie da? Also, wir haben jetzt keine Zahlen erfasst, aber ich kann zumindest sagen, dass ich auch von vielen Landwirten schon genau das gehört habe, dass es eben das Precision Farming oder eben Präzisionslandwirtschaft eben noch keinen wirklich ökonomischen Nutzen am Ende darstellt. Ich habe ehrlich gesagt dazu auch noch keine Studie gefunden. Es ist etwas, was wir demnächst in einem anderen Projekt auch untersuchen werden. Es gibt ja vom Bundeslandwirtschaftsministerium die Experimentierfelder, die jetzt ausgerufen werden. Und da wollen wir dann das tatsächlich auch mit untersuchen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es in dem Moment spannend, solche Technologien zu nutzen, indem durch Regularien wie die Düngemittelverordnung eben die Ressourcen so verknappt werden, dass man einfach keine andere Wahl hat, als sie präzise auszubringen, ohne jetzt auf seinen Ertrag zu verzichten. Und das gilt natürlich nicht nur für Düngemittel, sondern eben für alle anderen Ressourcen auch. Aber ja, also wirtschaftlichen Erfolg, zumindest hier in Deutschland, davon habe ich bisher noch nicht so viel gehört. Jetzt gebe ich aber das Mikrofon gleich mal an die andere Seite weiter. Herr Menne, da haben Sie bestimmt auch eine Meinung zu. Je größer die Heterogenität des Schlags ist, desto größer sind die Effizienzsteigerungsgewinne. Je größer die Unsicherheit ist, desto mehr können digitale Systeme uns als Landwirten helfen, Sachen besser zu machen. Wir sparen zum Beispiel mit dem Xarvio Field Manager ca. 30 Euro Fungizide pro Hektar im Weizen in Nordfrankreich oder auch in Deutschland. Wir entwickeln einen Smart Sprayer, eine schlaue Pflanzenschutzmittelspritze, die Pflanzenschutzmittel insbesondere nur dort ausbringt, wo sie auch genutzt werden. Also ein Unkraut, ein Herbizid, genau da, wo ein Unkraut wächst. Das ist eigentlich logisch. Dann sparen wir 70-80% Volumen, ganz handfest. Aber in meiner Wahrnehmung ist es auch eine Herausforderung, denn wir sollten diese Technologien, die wir jetzt in der Hand haben, nicht nur aus der heutigen Sicht der Landwirte sehen. Der Klimawandel ist ja leider ein Fakt. Und damit geht doch einher, dass die Saison für uns als Landwirte immer unberechenbarer wird. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht zwei Kulturen auf einem Schlag anbauen. Vielleicht ist es Mais kombiniert mit einer Bohne. Wenn wir genug Regenschläge haben, genug Niederschläge haben, die Wasserverfügbarkeit gut ist, dann lasse ich halt beides wachsen. Wenn ich aber sehe, dass die Saison am Anfang unglaublich trocken ist, na, vielleicht kommt dann halt nur der Mais durch. Aber ich weiß halt durch die digitale Landwirtschaft ganz genau, wo welche Pflanze wächst und kann insofern meinen Bestand, den neuen Herausforderungen, der neuen zukünftigen Herausforderungen viel besser anpassen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese neue Art der zukünftigen Landwirtschaft, dass die ohne Digitalisierung undenkbar, unprofitabel und einfach überhaupt nicht machbar ist. Ich möchte noch mal auf ein anderes Thema kommen. Satellitendaten haben ja auch immer sowas, so einen Touch von Kontrolle, Spionage. Und tatsächlich kontrolliert ja auch die Prüfstellen, kontrollieren die Auflagen an die Landwirte mithilfe von Satellitendaten. Dieses Programm soll sehr stark ausgeweitet werden in 2021. Herr Paas, was halten Sie von der Kontrolle von EU-Subventionen und Umweltleistungen mithilfe von Satellitendaten?
Frau Kohler, ja, Satellitendaten und Subventionen. Der Begriff Subventionen gefällt mir nicht so wirklich. Letztendlich bekommen wir als Landwirte Geld für öffentliche Leistungen, die anderswo in der Welt anders sind, die nicht die Auflagen da sind, und dadurch bekommen wir Ausgleich. Das muss man mal vorweg sagen. Wenn wir aber Geld für öffentliche Leistungen bekommen und wir öffentliches Geld bekommen, ist es zwingend erforderlich, diese Gelder auch zu kontrollieren. Kein Steuerzahler möchte gerne, dass Gelder in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwinden, und wir als Landwirte möchten das Geld haben, ja, aber ich bin auch bereit, dafür was zu tun. Und das muss aber auch dokumentiert und kontrolliert werden. Was mich bei der ganzen Diskussion immer stört, auch bei Kontrollen über Ämter, ist, dass wir oft mit unterschiedlichem Handwerkzeug arbeiten. Die Kontrollmechanismen von Ämtern sind in der Regel besser als das, was du als Landwirt selber kannst. Wir sind keine Vermessungsingenieure, wir können die Fläche nicht auf einen Quadratmeter genau vermessen. Das können andere Leute, Spezialisten, besser. Das ist auch nicht meine Aufgabe als Landwirt. Ich muss es aber dokumentieren und dafür auch den Kopf hinhalten. Also, wenn wir öffentliche Leistungen kontrollieren wollen und müssen, sind sicherlich Satellitenbilder ein Handwerkszeug, was genutzt werden kann. Aber bitteschön dann sofort bei der Antragstellung, dass wir als Landwirte eben mit, ich sag mal, Waffengleichheit arbeiten können und das gleiche Handwerkszeug an die Hand bekommen, wie die letztendlich die Kontrollstellen. Ich muss noch eine letzte Frage hinterher schieben, auch an Sie, Herr Paas. Wir sprechen ja bei Satellitendaten auch von Space Truth, also die Wahrheit aus dem All, weil es handelt sich erstmal um objektive Daten, die kein Fake sind, unverfälscht sind. Können diese Daten zu mehr Transparenz zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft führen? Also das Thema Nachverfolgbarkeit vom Feld zum Teller, sodass das Ansehen der Landwirte in der Gesellschaft wieder steigt, was wir uns alle sehr wünschen würden? Ich denke schon, auch wenn wir uns den vorherigen Vortrag oder das Vortrag, den Bereich gehört haben, es wird immer transparenter von der Erzeugung bis hin zur Ladentheke, letztendlich bis zum Recyceln unter Umständen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir als Landwirte einfach dokumentieren müssen, von dem Gras, was eine Kuh frisst, bis hin zur Milchpackung im Supermarkt, dass dort einfach lückenlos dokumentiert wird, wer was wann wo wie macht. Und hier können sicherlich Satellitendaten auch ein Werkzeug sein, solche Dinge zu dokumentieren. Und gerade im Ökobereich muss man da auch wieder sich selber kritisch hinterfragen. Wir werden in Deutschland sehr, sehr intensiv kontrolliert. Es gibt einen Heidenkontrollstellen, es gibt immer wieder unangemeldete Kontrollen. Der Verwaltungsaufwand dafür ist sehr groß. Ob das anderswo in der Welt auch so ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber bitte, wir müssen auch, wenn wir international denken und arbeiten, bitte mit gleichen Waffen kämpfen können und ähnliche Regulatorien dann zumindest europaweit einsetzen. Und wenn das zum Beispiel Satellitenbilder sind, ist das ein willkommenes Instrument, Dinge transparenter zu machen. Ich habe nichts gegen Transparenz. Wir leben in einer offenen Gesellschaft und der Verbraucher muss wissen, was wir produzieren und wie wir produzieren. Nur dann können wir ihn überzeugen, die Produkte zu kaufen, die wir produzieren. Mein Wunsch an die Zukunft ist es, dass wir Satellitendaten einmal genauso einfach ablesen, verstehen und nutzen wie Grad Celsius vom Thermometer. Das heißt, wir stehen morgens auf, gucken aufs Thermometer, ist ja auch nichts anderes als ein Sensor, sehen, es ist 20 Grad, wir verstehen das, wir nutzen das. Ich wünsche mir, dass man Satellitendaten irgendwann genauso einfach versteht und nutzt. Herr Menne, was glauben Sie, wie lange dauert das noch, bis wir dort sind? Wir haben heute schon 2 Millionen Nutzer weltweit. Mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland hinterherhängen. Frau Valentin, was glauben Sie, wie lange wir brauchen, um solch eine Durchdringung und solch ein Verständnis dieser Daten hergestellt zu haben? Ich glaube auch, dass wir da noch, ehrlich gesagt, eine ganze Weile brauchen, weil das System natürlich einfach komplex ist. Und nochmal, wir sehen eben, es ist, wie Sie schon sagten, eine
die Wahrheit aus dem All, aber es ist eben nur die oberste Oberfläche. Und wenn wir zum Beispiel von Boden reden, sehen wir eben auch nur die obersten Zentimeter. Und insofern, ich fände das auch eine schöne Vision, aber ich glaube, da steckt noch sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit drin. Ja, und ich glaube auch, Satellitendaten sind keine Standalone-Lösung, sondern die muss man mit anderen Daten kombinieren. Und da sind natürlich alle aufgefordert, diese Daten dann auch bereitzustellen, damit wir zum Schluss wirklich gute Anwendungen produzieren können. Herr Fernandes, wie sehen Sie das? Sind Drohnendaten jetzt schon gut nutzbar oder brauchen wir noch ein bisschen Entwicklungszeit, bis ja, die Daten wirklich akzeptiert sind und genutzt werden? Yep, that's I speak English again. This is a really good question because I've been thinking technology is absolutely ready for being implemented at the farmer level, at the service provider level, at the enterprise level. I think the more we try to take this technology and generalize at like a country, as like German farmers or American farmers, it is almost an impossible a problem to address. There is no single silver bullet to solve it all. I wanted to just mention there is this company in the US we've worked in the past, it's called Morningstar. They are a tomato producer, and they are in the dust bowl, how they call it, with very harsh conditions, and they've been using technology for now 3 years in a row, and it is beautiful how they have increased the amount of sugar content on the tomato plants, which is really good because they can make better tomato sauce. They have also increased the amount of yield that each farmer has because they are able to control the way the tomatoes ripe. But also very important, they have been able to reduce the amount of water, which is one of the big challenges. So when you look into specific cases, the applications are there. So I think it's now, yeah. Okay, thank you very much. Vielen Dank an meine Gäste. Wir müssen die Runde jetzt schließen. Vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.